Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Wir sind immer noch nach dem großen Finale. Wir können mal schauen, ob wir den einen oder anderen Trank brauen können noch. Unterwuchstrank. Ich glaube, wir brauchen eigentlich Tränke überhaupt nicht mehr. Wir hätten hier zwar noch ein paar Sachen, die wir herstellen können, aber heute Abend findet nach 19 Uhr die Willkommensfeier im Hexenzirkel statt. Thomas, this isn't the best time. I'm, expecting someone. Hi, Thomas! Oh, no, 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 no. No, not goblins. Anything but goblins. Oh, wait, I'm Zephyr. And yes, I'm, goblin. I've been wanting to chat. I want to clear something up. I think my mom gave your mom a spook in the mine some years ago. Yes, yes. And then the nitrogen levels in our soil started dropping. You did something to leach the nutrients from our land. No, no. It's because the mining company's activities caused flash floods. We goblins would never hurt your farm, Thomas. I got a question for you. I've noticed that things on my farm get repaired all of a sudden. That you're doing? Yep. Sometimes I tinker around your farm when I see a need for tinkering. So, what do you say? Maybe we could try being, I don't know, normal with each other? Fine. Yay! Really? I was dead set against witches, but it turns out you magical folks are good for something after all. So, who knows? Yippee! Woohoo! I'm so excited I could just... Whoa. She always do that? Pretty much. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du 3 Saphire. Wunderbar. Ich glaube, das Schiff ist jetzt repariert. Und ich muss mal schauen. Na, hier können wir auch nichts machen. Thomas ist gut. Heute nach 19 Uhr findet, wie gesagt, die Veranstaltung mit dem Hexenzirkel statt. Und ich denke mal, das könnte dann auch der Abschluss dieses wunderbaren Let's Plays hier sein. Ich weiß es nicht genau. Ich werde mal noch ein paar Fischstäbchen machen, glaube ich. Warum kann ich hier keine Fisch... Doch, hier sind Fischstäbchen. Ich habe noch ein bisschen was an Mehl. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um hier alle Fische zu verarbeiten. Nee, mehr Mehl habe ich nicht. Okay. Aber ich habe immerhin 97 Fischstäbchen. Und ja. Ach, ist das schön. Wir haben alles soweit erreicht. Wie gesagt, das eine oder andere könnte man noch freischalten. Heute ist Donnerstag, heute hat Natalia zu. Okay, dann schauen wir uns mal noch ein bisschen in der Stadt um. Francis hat offen. Aber bei dir gibt es ja nichts weiter. Du hast auch offen. Haben wir ja noch ein paar Aufgaben. Oh ja, Thomas und Jiva. Ja, das Bürgermeisterhaus ist leider immer noch geschlossen. Violet hat nichts. Die Schule ist auch noch geschlossen. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Wenn ihr keine Schule mehr habt. Bei Parker gibt es auch nichts mehr. Na gut. Ich denke mal, dann haben wir soweit alles erledigt. Die Fähre müsste ja jetzt repariert sein eigentlich. Unserer Oma geht es wahrscheinlich auch gut. Da können wir ja nochmal einen Blick hinwerfen. Ach, die stehen noch, die Blumen. Es war echt ein schönes, es war wirklich ein schönes Let's Play, muss ich sagen. Wir haben viel erlebt. Wir haben, ja, einiges. Oh, warte mal, Jiva, ich habe hier was für dich. Bloody brilliant! You're the best, Tara! Sehr schön. So, bei Sophia möchte ich nur was verkaufen eigentlich. I'm so angry at Giacomo for never telling me he was a witch. I wish he were here so I could give him a piece of my mind. And then give him a kiss. Ach, du bist so lieb. So, warte mal, 97 Fischstäbchen kann man verkaufen. Ich glaube, Geldprobleme haben wir definitiv nicht mehr. Das heißt auch, ich könnte mir
Dämon. Ne, hier ist alles gut. Der Laden ist auch zu. Ach, wir wollten ja mal schauen, ob die Fähre jetzt... Ja, die Fähre ist wieder repariert. Wir können die aber nicht benutzen. Und eigentlich müsste ja jetzt Vanessa die Insel verlassen. So viel wie ich weiß. Wir können ja nochmal... Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten ja hier nochmal vorbeischauen, aber wir können halt mit Vanessa und so nicht reden, ne? Passiert nichts. Wir könnten hier spenden, aber Magie ist voll. Hier gibt es ja sowieso nichts weiter. Ach, das war schon. Also an Vanessa hätte ich ja nun eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass sie die Böse ist. Also absolut nicht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Für Thomas hätten wir noch einen Auftrag, ne? Der müsste ja eigentlich bei seiner Farm sein. Vanessa wollte halt immer schon in den Hexenzirkel und sie wurde damals weggeschickt von dem Kollegen dort. So, die Farm ist auch noch da. Hier kann ich aber nichts kaufen. Ist Thomas auf seiner Farm? Ne, Thomas ist nicht auf seiner Farm. Schade. Aber hier das Hexenkraut nehme ich mir noch mit. Und die Blaubeeren müssten eigentlich auch erntebereit sein, obwohl ich die, glaube ich, auch nicht mehr brauche. Ich habe ja noch immer gedacht, dass wir hier diesen Leuchtturm reparieren können. Aber das geht scheinbar nicht. Ah, hier ist Thomas. Sehr gut. Ja, ich weiß. Ich habe da was für dich. Guck mal. Appreciate it, Terra. Nice work. Okay, jetzt gibt es ja nur noch die Willkommensfeier am Abend im Hexenzirkel. Mehr ist ja jetzt nicht mehr zu tun, glaube ich. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich ein sehr schöner Abschluss werden. Oder das Spiel überrascht uns noch und es passiert noch das ein oder andere, an was wir jetzt vielleicht nicht denken. So, da kann ich noch ein bisschen was machen. Hier kann ich ja nichts weiter herstellen. Blauen Stoff kann ich nicht, roten Stoff kann ich noch fertigen. Die Seitenraufen sind fertig. Da packe ich natürlich gleich wieder welche rein. Dann können wir noch zweimal Seide machen. Was wollen wir denn hier herstellen? Sauerkraut können wir herstellen. Ach komm, wir machen mal noch ein bisschen Sauerkraut. Die Kerze fehlt mir natürlich, weil ich nicht weiß, wo ich Tierfett herbekomme. Und hier könnten wir noch ein bisschen... Ah, nee, das reicht nicht mehr. Orangensaft, Karottensaft. Jetzt haben wir aber keine Karotten mehr. Apfel, Sojamilch. Das Glas läuft auch. Hier drin müsste ja eigentlich alles gegossen sein. Ja. Dann können wir uns hier noch ein paar Zitronen holen. Und dann kriegt man die Zeit auf jeden Fall noch bis 19 Uhr rum. Ansonsten haben wir ja noch einen Nachtbeschwörungszauber. Meine Maulbeeren brauchen noch ein bisschen. Hier könnte ich theoretisch gesehen auch noch was anpflanzen, aber ja, ist okay. Hier oben, das wächst alles. Kann ich da noch mal Erde reinpacken. Unsere Miets können wir ja noch mal streicheln. Die kann natürlich auch noch ein bisschen Milch kriegen. Oh, look at the head scratches. Sehr schön. Gibst du noch ein Geschenk? Ja, Milch liebst du ja. Von den anderen Fischen weiß ich nicht, ob du die magst. Ach, schön. You still liked that, didn't you, Kitty? So, eine Katze wollen wir uns aber nicht nochmal verwandeln, ne? Wir können mal hier nochmal schauen. Gibt es hier noch einen oder anderen Auftrag? Perry braucht so einen Charmtrank. Bei dir hätte ich wahrscheinlich noch meinen Zauberstab verbessern können. Da kann ich jetzt aber noch nichts machen. Entweder haben wir da eine Aufgabe nicht abgepasst. Ich weiß es nicht genau. Oder es geht halt wirklich noch ein bisschen weiter. So, ich glaube, Bodensamen oder sowas braucht man eigentlich nicht mehr. Wir könnten noch einen Schwebetrank kaufen. Magie-Auffüllungstrank, belebender Trank, Rosenwasser, das braucht man eigentlich alles nicht hier. Und bei dem Kollegen könnten wir noch so eine komischen Haare kaufen, die wir aber auch nur brauchen, wenn wir uns, glaube ich, in eine Katze verwandeln wollen.
Wie gesagt, ich habe eigentlich alles erlebt. Perry, du hast deinen Laden zugemacht. Naja gut, es ist um 5. Dann würde ich sagen, geht's ab zum Hexenzirkel. Oh, du bist auch wieder da. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen was zum... Du brauchst ein paar Würmer, ne? Eigentlich kann ich die auch alle... Naja, ich, ein paar behalte ich mal. Nee, Moment, du musst... Brauchst einen neuen Smaragd hier, ne? Hey, Fishy. Go fish. So, ich denke mal, Bruno wird nicht mehr da sein. Wir haben es hier um 6 jetzt schon. Er wird seinen Laden zugemacht haben. Man sieht auch Vanessa und den Bürgermeister gar nicht mehr. Aber sie sollten ja eigentlich die Insel verlassen, ne? So, okay, Bruno hat seinen Laden zugemacht. Sophia hat seinen Laden auch zu. Amira steht hier noch drin, aber mit ihr kann ich nichts machen. Und die anderen, die machen sich wahrscheinlich jetzt auf den Weg zu der Party. Und ihr beiden, ihr geht nach Hause oder was? Juliet steht hier alleine rum. Ich kann dir ja was schenken mal. Was schenke ich denn dir? Malasada, magst du das vielleicht? That's nice of you, but I ate a lot at my mom's place earlier. Thanks anyway. Okay, warte mal, ich kann mit dir noch reden. I know what Mrs. Soft is doing is wrong, but she was always really nice to me. Adults keep so many secrets. You never know when you're actually being told the truth. Das stimmt, man weiß nie, ob Erwachsene die Wahrheit sagen. So, einmal hier drüber hopsen, Terra. Und es ist um 7. Wir können zur Party gehen. Sehr schön. Schade, die müsste eigentlich hier an dem Baum stattfinden. Aber die wird halt hier oben im Hexenzirkel stattfinden. Und alle sind so versammelt. Und da stehen die Cupcakes. Yeah! Und Sebastian ist auch da. Und Sophia und Juliet auch. Sophia und Juliet, welcome. We're so glad you came. Wow. I guess I can see why Vanessa wanted to break in here so badly that she, We don't have to talk about that, Mom. I'm fine. Really. Oh, you're strong. Like your dad. Is this where Giacomo used to meet you all when I thought he was out at Damon's bar? Yes. And there's something of his I've been meaning to give you. This was Dad's wand. Does it still work? No. The wand is bonded to the witch. But you should have it. Thank you. You were all such a big part of his life, and I didn't even know about it. I wish... Well, it's in the past now. But if Juliet wants to be the next Moretti to join your coven, I'll support her decision. It's what Giacomo would have wanted. And what about you, baby bro? This island might not be as lame as I thought. I guess I'll stick around. Okay, okay, you can let go. Come on. Ooh, cupcakes. Wait. These aren't like magic cupcakes that will turn me into a frog, right? No way. What kind of weirdo would do that? Aufgabe abgeschlossen. Wir haben keine Aufgaben mehr. Alles erledigt. Alle sind sie hier. Alle sind sie versammelt. Wow. I knew something was off with Vanessa, but I could never tell what. I can't help but feel this is my fault. As a high priestess, it's my responsibility to prevent these things from happening. I think this has been brewing for a while, Lena. There's no way you could have seen how this would all play out. Vanessa's stronger than I would have imagined a solitary could be. I can't believe I've been gone for years. I almost didn't recognize Sebastian when he came to hug me. Violet's been quiet since I've been back. Sometimes I'll catch her staring at me, like she thinks I'll disappear again. Shelby, did you know this was gonna happen? Some parts of it I sure did. Vanessa, though, she hid her true self.
better than anyone I've ever known. I'm so glad Vanessa never managed to join the Coven. She would have drained the wellspring to his last dregs. Die Quelle ausgesaugt. Das ist schon okay, krass. Okay, so some witches do turn out to be pretty bad. Someone once told me it's more about good or bad decisions. Well, she's clearly making some pretty bad ones. How is Angus ever going to accept me if people like Vanessa terrorize our town? I'm pretty sure he sees you for who you are. You're one of a kind, Francis. I cannot process even one more revelation right now. And I am sure I am not the only one. I think everyone needs to get some sleep. And if they can't do that, they need to at least prioritize getting a grip. Because, like, several grips need to be gotten. Vanessa being a witch shouldn't have come as a surprise. She has the personality that most non-witches assume that we do. Okay, also hier gibt's ja wirklich nichts mehr zu tun. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir uns noch einmal schlafen legen. Es ist wirklich schon spät. Alle gehen sie nach Hause. Wir haben soweit alles erledigt. Wir haben halt auch keine Aufgaben mehr. Wir könnten jetzt das hier noch machen und den besseren Zauberstab freischalten, weiß ich nicht. Ich würde halt... Oh, warte mal. Was brauchst du denn noch hier? Hey, Atera. Got a minute? Now that Fairhaven is safe, I've got plenty of minutes. I've been thinking and... I still feel real bad about accusing Sophia of being a witch. Not that being a witch is anything terrible. I know, Natalia. It's fine. Of course, the Wraith was part of it, but the Wraith picked me. What can I do to make Sophia forgive me? You can't make her forgive you, but you could create something heartfelt. That's a great first step. Oh, last summer, I did hear her say that she missed her best cast iron pan. It cracked. I could make her a new one? Or better yet, a whole set. That's the spirit. I'm low on supplies. The next time you're in the mine, do you think you could pick me up a few things? Sure thing. Oh, thanks a million, Tara. You always give the best advice. Okay, 10-mal Silber. Das hab ich schon. I can't wait to get started on that cast iron pan. Your wait is officially over. Oh, this is gorgeous stuff. Thanks, Tara. It won't take long to shape this into a set of pans. But then, oh, I gotta give it to Sophia. Hey, it's okay. Just be sincere. Sophia really appreciates sincerity. You're right. Wish me luck. Oh, da haben wir sogar noch eine Aufgabe erledigt. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich habe keine Farbe mehr. Ich glaube, auch Glas haben wir für nichts gebraucht eigentlich. Wir gehen jetzt nochmal hier runterschauen. Dann machen wir nochmal Kupfer. Nochmal Silber. Nochmal Gold. Tränke brauche ich nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Hier habe ich alles gebaut. Okay. Es ist Zeit fürs Bett und ich denke mal, wir sind durch. Wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, sollten wir das eigentlich geschafft haben. Es ist Freitag, okay. Eigentlich müssten wir noch Vanessa verabschieden, bis sie die Insel verlassen. Das sollte eigentlich noch klappen. Morning, Violet. Oh, it's all the Mirandas. I wanted to see the wild farm again. Violet said you restored it to its former glory. I just wanted to go for a walk. He's still getting used to Mom being here, so he's like her barnacle. I heard that. Otto's called an emergency meeting. Will you come with us? It'd be my pleasure. Good morning. I am truly glad to see you all looking well. Otto's soft, everybody. Now with 100% less slime. There's no point in theatrics. I am resigning as the mayor of Fairhaven, effective immediately. What? I thought Otto would never give up power. Me neither. Oh no. Do I have to respect him a little now? Who will replace you?
I would like to nominate Gloria Miranda to be interim mayor until you all can hold another election. Does anyone disagree with that? Good. Gloria, do you accept? Then that's settled. And it means that Vanessa and I can leave Fairhaven. The State Attorney General wants to have a conversation about some of my, past fundraising efforts. I have something to say. I'm sorry for the way I acted. I may have been possessed by a wraith, but before that, I kept secrets and manipulated people. I was only concerned about myself. I'm sorry to the Coven, and to Juliet especially. I've thought about it, and I don't have a place in Fairhaven. Not right now. Or ever. So I've spoken to Giva about taking over at the school. I'm quite excited. We'll be taking the next ferry to Milkwater. And then, a sea monster came out of nowhere and ate the ferry. Violet! Joking. Hey, I just realized I came to Fairhaven a year ago today. And do you wish that you were on that ferry? Heading back to the city? No. Not for anything. Und das war Wild Flowers. Wir haben die Geschichte um die junge kleine Hexe Terra erlebt. Wir haben geweint, gelitten. Wir haben uns geärgert. Wir haben so viel gemacht. Und jetzt sehen wir endlich die Credits. Ich hatte eigentlich gedacht, dass vor 2 Folgen schon die Credits kommen. Aber man konnte nach diesem großen letzten Kampf doch noch ein wenig weiterspielen. Und noch ein paar Aufgaben erledigen. Wir haben wahrscheinlich nicht alles gesehen. Wir haben wahrscheinlich die eine oder andere Entscheidung getroffen, die man hätte vielleicht anders wählen sollen. Aber ich bin sehr zufrieden und ich glaube, das waren jetzt 90 Folgen oder knapp 90 Folgen Wild Flowers. Dass es sich so lange hinzieht, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, aber wir haben es geschafft. Das ist die letzte Sequenz gewesen. Otto und Vanessa haben Fairhaven verlassen und die Mama von Violet, ja, ist wieder Bürgermeisterin von Fairhaven. Sie hat die Wahl angenommen, beziehungsweise ist so ein Übergangsbürgermeister. Wir haben unsere große Liebe bei Amira gefunden. Man hätte wahrscheinlich noch mit dem einen oder anderen eine Beziehung eingehen können. Es gab ja noch ein paar Leute, die wahrscheinlich mit uns gerne zusammen gelebt hätten oder so. Und vielleicht mit uns sogar eine Beziehung eingegangen wären, aber wir haben uns für Amira entschieden und das war auf jeden Fall, denke ich mal, die richtige Entscheidung. Man könnte das ganze Spiel jetzt nochmal spielen und andere Entscheidungen treffen, sich andere Partner suchen. Aber im Grundlegenden wird sich das Spiel ja nicht ändern. Ich weiß, es gibt noch einen Endlos-Modus, das heißt, man könnte jetzt unendlich weiterspielen. Man kann die Jahreszeiten dann wahrscheinlich selber wechseln, wie man möchte. Oder ob man da auch wieder Aufgaben erfüllen muss. Ich bin gespannt, wo wir landen werden, wenn wir jetzt die Credits zusammen angeschaut haben. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Spiel sagen. Es ist wirklich fantastisch. Es ist schön, es hat mir Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich es jetzt mit euch zusammen beendet habe. Und wen habt ihr in eurem Durchgang, mit wem seid ihr zusammengekommen? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr euch für eine andere Person entschieden habt. Und dann gibt es wahrscheinlich auch andere Events. Wir haben jetzt die Events mit Amira
durchlebt. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es war was produced by Apple. Okay. Ist in Ordnung. Aber wir sind durch und wir haben einen Brief im Briefkasten. Glückwunsch zum Abschluss deines ersten Jahres in Wildflowers. Hoffentlich hattest du Spaß. Du hast die Hauptstory jetzt zwar abgeschlossen, aber es gibt noch reichlich andere Geschichten zu erkunden, also unterhalte dich in den nächsten Tagen mit den Leuten, wenn du Lust auf mehr hast. Wir hoffen, dir hat das Spiel gefallen. Studio Tridog. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt also, wir könnten jetzt noch ein wenig weiter spielen. Ich weiß, Gott, wir haben gerade keinen Zauber mehr hier, ne? Wir müssen erstmal einen Zauber wirken. Und wahrscheinlich würden wir auch noch das ein oder andere neue bekommen. Wir können ja noch ein bisschen was bauen. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich die anderen Geschichten, die wir noch erleben können. Ich weiß nicht genau, ob ich noch weiterspiele und ob ich schaue, dass wir vielleicht noch die eine oder andere Aufgabe zusammen erledigen. Meine Früchte lasse ich jetzt mal hier. Wir haben, wie gesagt, die Hauptstory komplett durchgespielt. Vielleicht wird es noch mal eine Folge geben, dass wir noch mal schauen, ob wir noch die eine oder andere Aufgabe bekommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch was Neues bauen können. Nein, das ist noch nicht freigeschaltet. Und ich glaube, hier hinten beim Papier konnten wir auch noch was machen. Briefe und ja, wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall ist jetzt für mich das Let's Play erstmal abgeschlossen. Und vielleicht wird es wirklich noch die eine oder andere Aufgabe geben. Das werde ich mal sehen. Aber die Story ist durch. Wir sind fertig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und vielleicht gibt es wirklich noch eine Folge. Wir werden sehen. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.